Hey Leute, willkommen zum Unboxing vom Woody's Windesk X10. Ich fuchtel da mit meinem Schwert rum. Ja, da steht's. Es ist nachkommentiert. Ja. Ich fuchtel da immer noch rum. Alter, ich zau das ja gleich. Tastatur und Trackpad sind dabei. Okay, da steht das nochmal. Full Package. Windows 8. Punkt 1. Intel Inside. Irgendwas, was ich da rumzeige, was ich selber nicht irgendwie verstehe. Irgendwo ein Office 365. Ein 25,7 cm oder auch 10,1 HDIPS Display, das hat irgend so ein Seitenverhältnis, das ich nicht erkennen kann. Doch, Seitenverhältnis ist 16:10 und Pixel kann ich nicht lesen. 32 GB interner Flash HDD, irgendwie sowas. Irgendwie Bluetooth 4.0. Ja, komm, zeig drauf. Los. Das interessiert keinen. Ja, Bluetooth 4.0. Und noch zwei Sprachpakete. So, mein Lieber, dreh das Ding doch mal um. Genau. Hier seht ihr irgend so eine Seite, wo Intel Inside draufsteht. Einfallsreich. Great Tablets have Intel Inside. Genau. Ich glaub's auch. Seht dann mal das scheiß Oldies Logo. Und da nochmal. Und hier nochmal das gleiche einfallsreiche. Oh, komm, ist der scharf. Ja, gut. Hier seht ihr nochmal den ganzen Schnullifax, den eh keiner wissen will. Da seht ihr nochmal den Laptop. Den Lieferumfang. Ja. Oh, was ist Laptop? Netbook. Den Scheiß schreibe ich euch vielleicht noch in die Beschreibung. Okay. Jetzt schlitzen wir doch mal das Ding auf. So. Mal dadurch. Und auf der anderen Seite noch durch. Okay. So. Jetzt müssen wir das Ding nur noch umdrehen. Da sehen wir schon das Tablet. Mit Tastatur natürlich. Erstmal den Scheiß. So, packen wir den Schnulli aus. Hier irgendein Ladekabel, das nicht sonderlich komisch ist. Attraktiv. Sinnig. Ja. So ein Steckerle, den eh kein Mensch braucht, kann man fürs Handy nutzen. Natürlich nur die, die Android oder sonst schon die Fax haben. So, hier sieht man dann das Steckeding. Ja, der Anstecker. Und hier ist so ein ganz, ganz dünnes Ding. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Ja. Der Stecker. Das legen wir weg. Und da ist nichts mehr drin. So, nee. Das muss da rein. So. Jetzt tun wir das rausholen. Da unten. Ja, leg's weg. Ja, danke. Da unten ist doch Schnullifax, den kein Mensch interessiert. Und das ist noch irgendwas mit Parship. Hier seht ihr irgendwas, ja, Axida, leck mich. Irgendwas mit Parship halt. Ich mache jetzt keine Werbung. So, jetzt holen wir das Ding auch raus. Ah, da haben wir's. Man sieht zwar die Hälfte nicht. Ah, naja, das kann ich nicht ändern. Oh Gott, die scheiß Kamera. Da ist die Kamera. Dann nochmal das tolle Logo. Alter, was macht der hier? Dann nochmal Intel Inside.
Ja, los. Hier die ganzen Anschlüsse. Ja, da kommt vielleicht so ein Nintendo-Stift rein. Da ist irgendwas. Ich erkenne es auch nicht. Und was mit Mikro war da, ich glaube. Oder so. Ja. Meine ganzen Schnulliflax, den kein Mensch wissen will. Man sieht die Anschlüsse eh nicht. Oder? Ne, zeige ich dir noch nicht. Ja, halt Windesk. Da steht dann noch so geblabber drauf, wie wenn du dieses Dings da ausklappst, zerstört es sich selbst. Ich bin natürlich so leichtsinnig und mach das auch gleich. Aber das war mir ja klar. Oh, vielleicht Fehlreaktion. Das ist ja die tolle Tastatur. Ich tue auch mal gerade hier meine Kamera. Oh, genau. Ich bin auch so schlau. Was mache ich da für Scheiße? Na los. Kriegst du den Scheiß ne Alena ab? Hat man dann so eine tolle Schutzfolie drauf, die kein Mensch will. Die fliegt gleich nochmal ran, also dranbleiben will. So. Dachte ich mir so, yo, was geht hier ab? Was das für Schnolli? Dann nehme ich jetzt das Ding auch raus. Ja, jetzt nehme ich das raus. Jetzt fliegt das Ding weg. Ja. Ich kann das nochmal abwischen. Das ist ja schön, dass man das auch abwischen kann. Wieso auch immer ich das gerade mache. Hier seht ihr nochmal die tolle Tastatur. Ja, total. La la la. Geleier, Geleier, Geleier. Mein Handy. Ja, ich denke mal, das war's schon fast. Ich steck das Ding nochmal drauf, da in der Video. Ich habe die Abmoderation einfach vergessen. Abonniert mich!